Hast du wieder zu viel Spaghetti gegessen? Na, jetzt haben wir es doch. Und ja. Und... Oh nein. Scheiße. Jo, Servusle, zum weiteren Part Super Mario Maker, bevor wir uns in die Level stürzen, blende ich euch mal wieder ein kleines Video ein. Viel Spaß damit und bis gleich. So, Level wird gesucht und zwar vom guten Doschten. Und das zocken wir jetzt. Test für die Kiddies. Und ich glaube, ich habe geschaut, das war glaube ich dein erster Level. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Okay. Zu Anfang gleich mal eine Piranha-Pflanze mit Flügeln. Und wir müssen, glaube ich, an dieses Fragezeichen, an diesen Fragezeichen-Block. Aber wir gehen erstmal weiter. Ich glaube, das ist nicht so wichtig jetzt. Egal. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Hier gibt es eine Röhre. Ich glaube, die Koopas, brauchen wir die. Das Ganze ist im New Super Mario Bros. 1 Style gehalten, wenn ich mich nicht recht irre. Und da kann man ja leider Sachen nicht mitnehmen. Deswegen können wir die Koopas und die und das Trampolin nicht mitnehmen. Und wo geht's jetzt lang? Oh. Hier ist das Ziel, aber da kommen wir nicht hin. Alles klar. Da muss es einen anderen Weg geben. Vielleicht hier mit dem Trampolin irgendwas? Irgendwie irgendwas? Keine Ahnung. Okay, dann müssen wir das Level wohl nochmal absuchen. Also in der Röhre... Also in der zweiten Röhre kamen nur Cooper. Und jetzt schauen wir mal, ob wir in der ersten Röhre irgendwie was finden. Oder ob wir da rein können. Aber erstmal muss diese blöde Piranha-Pflanze da weg. Denn die stört ein bisschen. Okay. Also in die erste Röhre geht's auch nicht rein. Aber. Was macht denn dieser Cooper hier überhaupt? Dummerweise hat der eine Piranha-Pflanze auf dem Rücken. Das können wir wohl nicht ausprobieren. Okay. Ja, irgendwie verstehe ich das Level noch nicht so ganz. Wir müssen wohl weitersuchen. Noch habe ich nichts gefunden. Oder bin ich einfach nur zu doof? Ich weiß es nicht. Ich habe den richtigen Weg noch nicht gefunden. Das heißt, wenn ich gleich nichts finde, nichts Anständiges hier, dann werde ich auch einen kurzen Cut machen oder so und euch dann ja reinschneiden, wie ich es dann gefunden habe. Aber bisher bin ich echt zu doof irgendwie. Und diesen Fragezeichen-Block, den kann man auch überhaupt nicht ausführen. Sehr komisch das Ganze. Also, das ist nicht des Rätsels Lösung. Ach, keine Ahnung, dann gehen wir einfach mal weiter. Gut, dann mache ich jetzt den kurzen Cut. Ich meine, ich stelle mich jetzt scheinbar zu doof an. Also dann, auf ein neues, bis gleich. So, ich habe eben auf das Thumbnail von dem Level geschaut und musste feststellen, dass wir doch an diesen Fragezeichenblock müssen. Nur wie? Ich habe es eben nicht geschafft. Und werde ich es jetzt schaffen? Ich weiß es nicht. Komm Mario, streng dich mal ein bisschen an und yes, dann haben wir es doch geschafft. Ja gut, ich habe mich einfach nur zu doof angestellt. Aber das ist wohl machbar. Okay, Trampolinpassage. Oh nee, nee. Das mag ich wirklich gar nicht. Diese Trampolinpassagen. Also wenn man mich ärgern möchte, dann mit solchen
Trampolin oder mit Musikblöcken am besten auch noch. Ich muss ja auch bald mal die Musikschule Bowser spielen vom Drake, weil die ist echt fies. Und da wird es wohl viele Fails geben. Habe ich mir die schon mal angeschaut? Also gespielt habe ich sie, glaube ich, noch nicht. Also von Drake jetzt. Aber wenn ich seine anderen Level auch nochmal irgendwie hinbekomme, weil ich glaube, Musikschule Bowser, davon ist ja viel die Rede. Ich glaube, das ist sogar sein schwerstes Level und ich krieg's nicht gebacken. Das heißt, ich muss gleich wieder einen Cut machen. Weil das wollt ihr bestimmt nicht sehen, wie ich mich hier irgendwie abhetze. Ich kann sowas einfach nicht. Okay, kurzer Cut. Bis gleich. So, komm Mario. Hoch mit dir. Mann, du bist einfach nur zu doof. Hast du wieder zu viel Spaghetti gegessen? Na, jetzt haben wir es doch. Und ja. Und... Oh nein. Scheiße. Oh, dafür habe ich jetzt lange gebraucht, ey. Weil ich das nochmal so gut hinbekomme. Man weiß es nicht. Okay, gleich nochmal versuchen. Ah, scheiße. Oh, ich mag diese Passage nicht. Lol. Und hoch mit dir, komm. Immer rutsch ich ab. Und ja, die Piranha trifft mich. Nice. Sehr schön. Oh, ich habe langsam keine Lust mehr, ganz ehrlich. Ich kann solche Stellen einfach nicht. Okay, Mario, komm. Wir geben dir noch einen Versuch. Okay, das zählt nicht. Noch ein Versuch. Aber jetzt, komm. Jetzt klappt... Ja, okay, das zählt nicht als Versuch. Also nochmal. Ein letztes Mal noch. Komm schon, Mario. Ich zähle auf dich. Hallo. Ey, dem kann man sagen, was man will, der hört nicht. Gut. Ich kann dieses Level nicht. Tut mir leid, ich habe es jetzt lang genug ausprobiert. Stern hast du auf jeden Fall bekommen. Aber gut. War auch ein cooles Level, ganz ehrlich, so vom Aufbau. Aber ich kann sowas einfach nicht. Okay, schauen wir uns das nächste Level an. So, da haben wir das nächste Level. New Super Marisa Land Special 01. Und ja, da wollte ich nochmal was zu sagen. Denn der gute Let's Play Markus, der, ja, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten, der hat irgendwie so 100.000, 150.000, ich weiß es jetzt gerade nicht. Der hat sein Level gespielt und auch in einem seiner Videos. Und das nenne ich mal, also das finde ich mal richtig cool. Geniale Aktion von LP Markus. Und ich kann euch ja dieses Video mal verlinken, unten. Da hat er nämlich das Video vom Dadoschten gespielt. Übrigens habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Der Dadoschten ist ja auch, oder der Doschten, der ist ja auch auf YouTube aktiv. Also er macht selber Videos. Und der hat mir seine zwei Level eingeschickt, also danke schon mal dafür. Und ja, genau, dieses Level habe ich auch schon mal gespielt. Und ich kenne es auch schon von Let's Play Markus, habe ich ja schon erzählt. Und ja, ich kenne mich hier schon, ja, gut. Ich kenne mich hier schon ein bisschen aus. Aber trotzdem, Fails wird es geben. Ich habe das Ganze gestern auch schon gezockt. Oder nee, warte mal, vorgestern. Und da war es so spät und ich bin immer an einer Stelle gescheitert. Oh, das wird heute auch was. Oh, das war einfach nur traurig, ey. An einer Stelle immer. Und das immer am Schluss. Und ich habe nicht rausgefunden, wie man das besser macht. Ja, bin ich mal gespannt, ob ich es heute rausfinde. Genau, den schmeißen wir erstmal dahin, weil der könnte uns doch ganz schön nerven. So, komm schon, Mario. Ja, da passt er durch. Und das ganze Level ist so irgendwie aufgebaut, dass man die Hilfe von diesen Koopas benötigt. Von diesen roten Koopas. Da oben müsste auch gleich einer kommen. Hier eine kleine Wandsprungpassage. Moment, ja, so.
Genau. Und wir brauchen die Hilfe von den Koopas. Und das kann manchmal ganz schön ätzend sein. Vor allem am Ende. Die Stelle zeige ich euch ja noch. Okay, das haben wir erstmal geschafft. Und hier müsste man aufpassen, weil der Panzer kommt natürlich zurück. Und na klar, da wurde ich getroffen. Da muss man übrigens auch den richtigen Moment abwarten, bis der Cooper rechts ist und nicht links und euch nicht trifft. So, den müssen wir auch mal beseitigen. Der stört nur. Ja, an den Stern kommen wir leider nicht ran. Und ich stelle mich gerade so doof an. Wir müssen Doppelwandsprung ausführen. Oder kommen wir da hoch? Nee. Moment. Jetzt haben wir's. Ja. Nice. Oh, das war ganz schön knapp mit dem Cooper. Genau. Bis hierhin läuft ja eigentlich alles ganz gut. Ich kenne das Level ja schon, deswegen... Ja, kein Wunder. Aber jetzt kommt die fiese Stelle. Und das ist wirklich fies. Oh, ja, genau. Da wusste ich bis gestern auch irgendwie gar nicht, wie man das ausführen soll. Ja, also auf ein neues. Ja, diese Stelle finde ich ganz schön blöd. Und LP Markus hat in seinem Video auch gesagt, dass er... Oder hat er das überhaupt gesagt? Oder habe ich mir irgendwas eingebildet? Auf jeden Fall hat er irgendwie gesagt, dass er einen Checkpoint gewollt hätte. Sagt man das so? Ja, passt schon. Und ich muss selber sagen, der fehlt mir auch da hinten an der Stelle. Deswegen... Also, ein Checkpoint wäre nice gewesen, aber gut. Gab's jetzt nicht. Also müssen wir das so jetzt machen. Das heißt, wenn wir sterben, immer wieder von vorne. Aber okay, ich kenne das Szenario ja schon hier mit den Koopas. Dürfte jetzt kein so großes Problem darstellen. Und da sind wir schon gleich wieder an der Stelle. Wichtig ist auch noch zu wissen, man muss klein sein, um da reinzukommen. Deswegen müssen wir jetzt mal warten. Aber ich gehe inzwischen einfach mal diese Strecke ab hier. Genau. Da kommt man nicht durch, wenn man groß ist. Das ist eben das. Gut, jetzt müsste der Cooper wieder draußen sein. Das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal treffen lassen, damit wir hier durchkommen. Also komm mal her, lieber Cooper. Genau. Genau, jetzt laufe ich das einfach nochmal als kleiner Mario ab. Diese Stelle finde ich ganz fies, weil da kommt man nicht mit einem einfachen Sprung hoch. Da muss man noch diese Wirbelattacke machen. Oder Wirbelsprung, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, siehst du, hat nicht funktioniert. Scheiße. Okay, man braucht ein bisschen Anlauf. Man muss hier sowieso rennen und ja. Schon wieder meine Lieblingsstelle. Okay, auf ein neues. Ja, wie gesagt, Checkpoint wäre cool gewesen, aber okay. Komm, Mario, jetzt schaffen wir's. Ach, Mann. Ist nicht dein Ernst, oder? Ey, langsam. Ich schneide das ja alles weg, ne? Aber langsam. Oh, ich hab's geschafft. Oh, oh nein. Okay. Soweit so gut. So, komm schon. Oh, jetzt scheitert es wieder an der Scheißstelle. Ist das dein Ernst? Okay. Okay, 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 okay. Kein Kommentar. Diese Stelle... Gestern Abend war es genauso. Ich war zwar ein bisschen müde, ne? Aber... Jetzt stelle ich mich nicht anders an, ey. Jetzt stelle ich mich nicht besser an. Sehr schön. Ey, langsam gebe ich auf. Das ist echt bescheuert.
Und nochmal das ganze Level. Juhu. Das Gute ist jetzt natürlich, jetzt kann ich das Level so einigermaßen, also alles, was davor war. Und jetzt kriege ich das in, ja, 1-2 Minuten hin. Oh, ich habe es schon wieder geschafft. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ja, ja. Nein. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Ich leide. Ja, ihr wollt mich ja leiden sehen wahrscheinlich. Und ihr werdet mich auch leiden sehen, wenn ich jetzt die nächsten Level spiele. Wenn ich mal auf meine Liste gucke, ich habe noch Mr. Horror Jumper auf der Liste. Und der hat mir, glaube ich, fiese Level eingeschickt. So, komm jetzt. Genau, den habe ich noch auf der Liste. Wen habe ich noch auf der Liste? Müsste ich mal gucken. Ach so, kleine Aufforderung, wieder mal ein paar Level zu schicken. Weil ich habe bald keine mehr. Also ich habe zwar schon noch welche, ich glaube 3 Level oder so. Aber wäre mal wieder nice, wenn ihr mir wieder ein paar Level schicken könntet. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle. Aber wir müssen uns ja erst treffen lassen, sonst kommen wir ja durch dieses Labyrinth nicht durch. So, dankeschön. Und go! Konzentration, Mario. Oh, wir haben es geschafft. Ey, das ist wirklich eine knappe Kiste da immer. Okay, jetzt habe ich gelitten. Hä, wie soll ich das bitte machen? Oh mein Gott, Stampfattacke. Yes. Okay, das habe ich sehr schön gelöst. Da bin ich mal ein bisschen stolz auf mich. Und das Level ist noch nicht mal zu Ende. Genau, jetzt kommt die Stelle. Komm schon, langsam. Oh, das ist das Ziel. Komm schon, Mario. Yes. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Das hat jetzt lange gedauert. Ich schau mal ganz kurz. Ja, in der Rohfassung jetzt. Warte mal, 40 Minuten? Ne, Moment. 35 bis 40 Minuten ungefähr. Aber das wird ja alles noch geschnitten. Und deswegen bekomme ich wahrscheinlich auch die 3 Level in einem Part. Ohne dass der Part Überlänge hat. Yes, wir haben es jetzt doch noch geschafft. Oh, war das ein Akt. Aber cooles Level da, Doschten. Ich hätte mir, ja, wie gesagt, einen Checkpoint gewünscht. Aber sonst war eigentlich alles okay. War auf jeden Fall auch eine coole Aktion von Let's Play Markus, dass er dein Level gespielt hat. Und ja, Dankeschön fürs Einsenden. Damit bedanke ich mich. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und ciao. Ja, habt ihr gesehen, der gute Leo Plays hat meine Level gezockt, also 2 davon. Hat er sehr gut gemacht, hat mir gefallen. Hat er sich viel Mühe gegeben. Und in letzter Zeit blende ich ja sowieso mehr Videos ein von irgendwelchen Leuten, die meine Levels zocken, wie selber Videos zu produzieren, in denen ich was zock. Muss ganz ehrlich gestehen, dass mir es Zuschauen von Let's Plays besser gefällt, beziehungsweise, wie soll ich es ausdrücken? Es gefällt mir besser, zuzuschauen, wie andere meine Level zocken, als selber zu zocken. Ist einfach so. Finde ich richtig witzig. Mal schauen, was da noch so auf uns zukommt. Ja, widmen wir uns jetzt mal einem Level, das mir zugesandt wurde. Moment, klicken wir mal auf Spielen. Level aus aller Welt. Und zwar mal wieder ein Level vom Mr. Tornado. Wie soll es auch anders sein? Ansonsten schickt er keine Level. Schade eigentlich. Aber schauen wir uns mal das Level von Mr. Tornado an. Ist die hier jetzt irgendwo kommen? So, jetzt Mr. Tornado. Und zwar M steht für mega schwer. Ja, das hat er schon gesagt, dass dieses Level mega schwer sein soll. Und er längere Zeit gebraucht hat, es hochzuladen. Weil er einfach mal, so wie ich das verstanden habe, ein Level kreieren will, an dem sein alter Herr verzweifelt. Werden wir mal sehen, ob ich dran verzweifle. Starten wir mal los, das Ganze. Und schauen uns das Level an. M steht für mega schwer von Mr. Tornado. Ich bin ja mal gespannt.
Aha. Oh, verdammt. Verdammt. Da muss ich schon mal rumgucken. Ah, da oben. Verdammt. Muss ich hier spinjumpen? Aha. Toll, jetzt ist es weg, oder? Ja, an dieses Teil, ne, komme ich nicht mehr hin, an den Propellerpilz. Mit Soundeffekt. Mario fällt in den Keller. Dauert ewig, bis Mario da stirbt. Drum mag ich diesen Soundeffekt nicht. So, jetzt schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Hey, das ist Trixie. Ich muss da rein den hier nehmen. Das zeigt mir hier oben schon der Pfeil, dass er will, dass man da nach unten geht. So, und nun? Ich habe keine Ahnung. Oh, verdammt. Verdammt. Oh, verdammt. Verdammt, aber so in etwa müssen wir es machen. So ein Try-and-Error-Level. Nein, wir müssen da runter. Uns hier treffen lassen. Oh, da bleiben. Verdammt, daneben gesprungen. Den Propellerpilz nicht bekommen. Schade, Marmelade. Ja, ich sehe gerade, ihr zeigt auch einen Pfeil nach unten. Ich will mal wissen, was da unten ist. Verdammt. Für was soll das gut sein? Für was ist das? So, schauen wir mal, wie wir da rüberkommen. Hier zwischenlanden. Oh, verdammt, wieso viel ist der Thromb runter? Warum ist jetzt der runtergefallen? So. Dankeschön. So, jetzt, und jetzt müssen wir irgendwie nach rechts kommen. Oh, Hammer. Oh, krass. Geschafft. Trixie Level. Und nu haben wir hier Sterne. Und Mancha. Wo muss ich jetzt hin? Da oben schmeißen die Blumen. Ah, wo muss ich da hin? Da rein jetzt? Ah, es geht nicht. Es geht nicht durch die Röhre. Ich kann die Blöcke nicht zerstören. Oh, da oben ist ein Checkpoint. Den will ich aktivieren. So, nun durch die Türen. Oder geht's da hinten weiter? Ich schau mal. Alles leer. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt da hinten weitergeht. Nein, geht's natürlich nicht. Hat er genau so positioniert, dass man da nicht weiterkommt. Alles klar. Dann gehen wir durch die Türen. Ah, ist so ein Trollbereich. Eine Tür nach der anderen und... Oh, no. Hä? Wie soll das gehen? Ich bin klein, wie soll das gehen? Ist da oben ein Pilz drin? Aber ich krieg ihn ja auch nimmer. Ach, ich glaube, er hat sogar geschrieben, dass man zurück muss nach dem Checkpoint, um den Pilz zu holen. Aha. Ich glaube, hier war er drin. Jawohl, ja. Schauen wir mal. Finde ich jetzt ein wenig unglücklich gelöst. Aber jetzt mal, wenn ich jetzt fail und da oben auftauche, muss ich wieder zurück, zumindest ein Stückchen. Und das kann, glaube ich, nervig werden, wenn man öfter failt. Oh, klasse.
Und nu? Dankeschön. Ich kann da nicht Spin-Jumpen auf diesen Stacheln. Muss ich mir was einfallen lassen. Und das meinte ich jetzt. Jetzt kann ich da jedes Mal ein Stückchen zurück. Jedes Mal aufs Neue. Gefällt mir nicht. So. Jetzt, wenn ich schnell genug bin. Mal schauen, ob das geht. Na, komm schon. Genau. Oh, verdammt. Ah, nur mal ein Stern. Wo kam der her? Wo muss ich jetzt hin? Muss ich da oben lang oder muss ich unten lang? Boah. Ah, hier wäre schon die Fahne. Ah, man kommt da nicht rein. Ja, haben wir fast gedacht. Haben wir fast gedacht. Schauen wir da mal. Ah, man kommt von der Seite nicht zur Fahne. Aber hier hat er eine Tür gesetzt, oder? Hier ist eine Tür gewesen. Oh oh. Geh weg. Buhus. Verdammt. Ja, das ist Trixi hier. Aber das kriegen wir schon. So schwer ist das Level gar nicht. Leider nervig da mit diesem ständigen Zurückrennen. Aber was soll's. So ist es halt. So. So, so, so. So. Ach, da kommen Sterne raus aus dem Teil. Könnte ich immer oben rum. Was bringt mir das? Pilze? Ein P-Switch? Der ist für was da? Verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Für nichts Bestimmtes. Na gut. Schauen wir mal, ob wir das da hinten irgendwie kriegen. So. So. Na, geht dann auf. Ups. Ja, genau. Ah, kam. Ach, ja, diese Idee. Hat er geklaut? Hä? Aber der muss jetzt die andere Seite aufmachen. Junge. Junge. Du musst hier aufmachen. Nicht den Boden wegmachen. Genau. Oh, jetzt muss er hier nochmal aufmachen. Oder mich treffen. Mach mich mal klein. Mach mich mal klein, dankeschön. So. Jetzt muss ich schauen, dass ich da reinkomme. Jawohl. Und Level geschafft. Level geschafft. Ich weiß nicht, ob man auch anders irgendwie dahin kommen könnte. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht probiert. Egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Oh, sogar mit Rekord. Kriegst den Stern. So. Na komm. Dauert, Alter. Dann schauen wir mal, wie viele Leute dieses Level schon gespielt haben. Würde mich mal interessieren. Oh, 5 Leute. Nein. Doch, 5? Nein, 5 Sterne. 13 Leute. 13 Leute haben es gezockt. Einer kam bis jetzt ans Ziel vor mir. Der Deadkinson 8. Sagt mir nix. Hat aber wahnsinnig viele Münzen. Sternmünzen. Ist entweder in hochbekannter amerikanischer Levelbauer oder ein amerikanischer Let's Player. Die haben meistens recht viele Münzen. Jawohl, ja. Mr. Tornado, auch dein M steht für mega schwer. Habe ich geknackt. Ja, war gutes Level, hat mir gefallen. Musste mal ein bisschen nachdenken. Am Anfang war es ein wenig jolig.
Und das mit dem permanent zurücklaufen nach dem Checkpoint fand ich jetzt ein wenig nervig. Wenn man öfter failt, dann wird es mit der Zeit lästig. Und dann kann es passieren, dass die Leute das Level überspringen. So mach ich auch öfter mal, wenn ich Mario-Herausforderung zock. Und da ist ein Level dabei, das mich einfach nur noch nervt, wird es einfach übersprungen. Das kann hier natürlich auch passieren. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich dafür, dass das Level eingesendet hast. Auch hier ein Hinweis an alle anderen: Wenn ihr wollt, dass ich eure Levels zock, dann bitte die Level-ID hier in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich bei LeoBlaze fürs Zocken meiner Level. Den Link zu seinem Video und zu seinem Kanal natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Doschten.